Das war hier hinter. Das heißt, das war hier raus, dann hier links, hier durch. Ah, da sind wir wieder. Sehr gut. Hier war noch jede Menge Stuff vorhin gewesen. Jetzt noch mal ein paar von den Pillen, ne? Das wäre jetzt Gold wert, nicht? Das wäre jetzt Gold wert. Brennstoff, juhu! Ist aber auch schon sehr unfair gelegt alles, ne? Das siehst du jetzt mit bloßem Auge. Siehst du das jetzt nicht von, so, von hier, ne, auf jetzt. Flintenmuni! Ich bin eine Flinte. Oh, 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 oh. Ich bin eine Flinte. Was sind das für Geräusche die ganze Zeit? Irgendwie beunruhigt mich dieses Haus. Ich weiß auch nicht warum. Mehr tatsächlich als das andere. Ich weiß nicht warum. Hier waren wir schon. Okay. Cool. Gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, können wir hier rausgehen, wa? Ich glaube, wir haben hier alles gelootet. Hier sind wir fertig. Das Inventar hat nochmal eine ordentliche Füllung. Wir können gehen. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Für was, für welches Haus war nochmal die Lampe gewesen? Warte mal, lass mich mal kurz. Das Ding mit den Kippen habe ich übrigens nicht gefunden, keine Ahnung. Hat man hier nochmal gebraucht? Wo war denn nochmal die Tür mit der Lampe? Lass mich überlegen. Tür mit der Lampe. War das in dem Haus von ihr? Nee. 2-0 für Deutschland. Das ist wunderschön. Das freut mich. Aber was haben wir hier nochmal gebraucht? Lass mich mal ganz kurz... Arm im alten Haus erstes OG finden. Lass uns noch mal... Warte mal, jetzt bin ich leicht verwirrt. Wo kamen wir denn noch mal? Hier, in das Haus, oder? Oder war das Haus da hinten? Nee, ne? Das war nicht hier. Hier kommt man gar nicht hoch. Oh, was ist das denn? Alles klar. Einfach mal da im Fenstersims hängen. Gar kein Problem. Frau No... Was? Frau... Noctua. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Ich lege hier mal gerade noch schnell 2, 3 Sachen ab. Und dann speichern wir ganz dringend nochmal, weil wir haben ja Margaret besiegt, ne? Was hier können wir zum Beispiel ablegen? Das Kraut nehmen wir mal mit. Ich glaube, da können wir uns einen wunderschönen Serum wieder draus machen. Yes. Sehr schön. Und den ganzen anderen Rest nehmen wir auch. Margarets Laterne. Offenbar hat sie mit ihrem Licht die Insekten kontrolliert. Ja, aber es ging auch um irgendeine Tür, verdammte Scheiße. Ich speichere mal. Aber was für eine Tür? Fenrir Northwind und Xixodium. Danke für deinen Resub. Und Fenrir, vielen, vielen Dank für... Ach, hier sind die Kippen. Alles klar, da haben wir Muni gefunden. Cool. Das war die Schatzkarte. Dankeschön für eure Resubs bzw. Subs. Ja, also wenn ich mal was nicht vorlese, tut mir das sehr leid, dann habe ich das aber im Affekt jetzt nicht gelesen. Aber ansonsten, ihr wisst, dass ich euch auch bis zu allem Dank der Welt verpflichtet bin. Ja, also bitte, ganz wichtig, nicht spoilern. Ja, das ist einfach unnötige Arbeit für die Mods. Ja, und ihr kriegt Timeouts und ihr werdet aus dem Chat vielleicht gegebenenfalls, wenn es öfter vorkommt, dann auch gebannt. Das muss nicht sein. Ja, einfach nicht spoilern. Wenn ich frage oder so, wenn ich Hilfe brauche, ich melde mich. Ich denke aber manchmal auch einfach nur so vor mich hin. Ja, deswegen einfach gechillt, das Let's Play gucken und wenn ihr es schon wisst, dann ist das schön. Tobi haut auch im Effekt das F-Wort raus. Ey, komm, das war, also ganz ehrlich, das war auch wirklich nicht geil. Der Spoiler. Ach, Spoiler sag ich schon, der Hex-Spoiler. Nee, Quatsch, hier, ne? Oh, guck mal. Plan für einen Flammenwerfer. Ja gut, den haben wir ja schon.
Der Jumpscare war aber auch wirklich hässlich vorhin. Kannst du sagen, was du willst. Genau, wenn du Hilfe brauchst, schrei einfach. So sieht's aus. Oder wie gesagt, ne, Elflin und Kati, Dryteek, Sarah, wenn ihr wollt und merkt, das geht gar nicht mehr anders, macht den Sub-Only-Chat. Ja. Seid ruhig rigoros, ballert raus. Wenn ihr das könnt, ich weiß nicht, ob ihr das könnt von den Rechten her, müsste aber eigentlich klappen, dann gönnt euch. Ja. Haut den Sub-Only-Chat raus und fertig. So, jetzt hier war Margaret letzte Mal auch. Hallo, Margaret. Okay. Was steht hier? Das haben wir schon gelesen, ne? Die Nummer schon wieder. Hier waren wir auch schon, ne? Mach ich mal zu. Gehirnnerv, peripherer Nerv. Mann! Leck mich doch am Arsch. Ach, geht gar nicht weiter, okay. Ah, das sieht so übel aus, ne? Ach, genau, das war die Geschichte. Richtig, richtig. Hier waren wir gewesen. Absolut richtig. Was? Okay. Hallo? 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 Hier brauchen wir jetzt die andere Laterne für. Bäh. Nicht rein. Wieso macht man sowas? Kann ich die Laterne nicht mitnehmen? Ich gehe doch da jetzt nicht rein, Alter. Gibt's hier, kann man irgendwie eine Taschenlampe machen? Warte, ich guck mal hier Optionen. Haben wir eine Taschenlampe? Tastenbelegung? Ah, aber echt keine Taschenlampe. Gibt's eine Taschenlampe? Darkroom. Ah. Summt da wer? Hört sich so an, ne? Ich habe das auch vorhin. Ah. Ist doch Verarsche. Ist das jetzt ein Kinderzimmer oder was? Was ist denn jetzt los? Lara XX, danke dir für deinen Sub. Herzlich willkommen. Alter, wie das Vieh einen da schon anguckt, ne? Was soll ich dazu jetzt so sagen? Hallo? Was zum Teufel? Wo sind wir hier? Fußball spielen. Ist toll. Ich gucke in den Chat. Boah, dieses Spiel ist so krank, ne? Ich meine, Outlast war auf eine Art und Weise krank, weil es halt einfach krank war. Also so Psychoterror krank. Also, ne, so einfach gestört krank. So, ne, mit Messer zwischen die Beine und hast du nicht gesehen. Aber das hier ist purer Psychoterror. Ja. Alles klar. Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Was ist das? Das ist ein also ein Schiffuntergang, ne? So wie es aussieht.
Murandir, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Und herzlich willkommen. Ich trinke erstmal einen Schluck. Na komm. Oh, jetzt wieder diese schwarze Suppe, Alter. Ich guck gar nicht nach oben. Interessiert mich gar nicht. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ach Quatsch. Ihr habt immer eine Einbildung. Kann man nicht einfach rausgehen? Das ist übrigens Wasser, ne? Also nicht, dass ihr denkt, dass ich hier, ne, ein Hebel, das ist Wasser. Mineralwasser. Sieht aus wie bei der Hexe in der Hose. Alles klar, the end is zero. Okay. Okay, von oben kann schon mal nichts kommen. Von rechts kann nichts. Okay, von oben kann was kommen. Aua! Okay. Was? Da war doch die Oma, oder? Andi283, herzlich willkommen und danke für deinen Sub. War das gerade die Oma? Och, nee, ey. Ich fand die sowieso schon immer so scary, weil die mal halt hier mal, mal dort war. Mit ihrem komischen Rollstuhl. Nicht, dass ich das dagegen hätte, ne? Gegen Rollstuhlfahrer, aber wenn die so creepy sind, finde ich das nicht lustig. Fußball. Warum liegt denn der Ball da jetzt, Mann? Ich spiele gleich Ultimate Team. Ganz ehrlich. Was ist das denn jetzt? Ist doch ein Grundstück oder nicht? Ist das ein Haus? Ich will mich nicht umdrehen. Ich will mich nicht umdrehen. Lara XX, ich danke dir und deine zwei Gift-Subs an Eye of the Beholder und Rumpelhumps. Schön. Na, wir machen um 10 sowieso schon Pause, von daher passt das schon.
überlege halt gerade dieses altes Haus, erster Obergeschoss. Den Arm im alten Haus, erstes Obergeschoss finden. Das heißt, das muss ja hier sein. Oder nicht? Warte mal. Warum macht die Alte die Tür immer zu? Ich verstehe das nicht. Hier geht's rein. Seht ihr das? Aber wie kommt man da rein? Ich meine, das passt. In der Mitte steht das Bett. Da hinten steht dieses kleine Häuschen. Aber wie kommt man da rein? Marvin Clifford, hör mal. Hast du bestimmt eine Antwort darauf, oder? Danke dir auf jeden Fall. Wie kommt man da rein? So, wo steckt der Hebel oder sowas? Nee. Wie? Alles klar. Oh Gott, ich muss los. Alles klar. Alles klar. Ich gehe da nicht rein. Vergiss es. Ich immer so, ich gehe nur nicht rein, der Chat so, rein da! Okay, ich mache mal die Augen zu. Guck da hin. Oh mein Gott, ich schätze, das ist er. Und wer jetzt gedacht hat, dass ich mich umdrehe, der hat sich geschnitten. Ich höre das doch schon an der Musik. Ich höre doch, dass da gleich was passiert. Können wir hier nicht, ja genau, können wir hier nicht einfach zumachen? Wir machen hier einfach dicht und dann ist gut. Wir bleiben einfach hier. Guck mal, wir haben sogar Kartenspiel und ein bisschen getrocknete Früchte und sowas. Ich muss gar nicht irgendwo anders hin, ich muss gar nicht hier raus. Wir können gerne hier drinnen wohnen bleiben. Es geht auch, ne? Es ist jetzt nicht so groß wie mein Flur, ja? Aber... Klopfer 2708, danke für deinen Resub. Ja, wir müssen ja hier raus. Oh, ich will ja mal nicht raus, ich will ja mal nicht raus, ich will ja nicht raus, ich will ja nicht raus. Ich bleib einfach geduckt. Aua, aua. Ach, seht ihr, das war doch vorhin auch noch nicht an der Wand jetzt da. Was ist das denn für ein Psychospiel, Alter? Das war vorhin noch nicht da. Du lebst noch. Du kannst nicht mehr leben, du bist tot. Wieso hat dieses Haus so viele Ecken und Kanten? Ich verstehe es nicht. Hallo? Hallo? Ja gut, das dachte ich mir schon, dass hier welche kommen. Macht ja durchaus Sinn, dass es immer bei diesem schwarzen Zeug kommen, diese Viecher.
Muss halt echt jeder Schuss sitzen. Wir haben echt wenig Muni. Und wir laden nochmal nach. Komm her. So. Du bist jetzt aber hinüber, Bill. So. Das hätten wir auch. So, hier durch. Oh, du Scheiße. Hallo. Aua. Okay. Ich weiß nicht, diese Viecher sind zwar auf der einen Seite schon irgendwie scary, weil die einen doch erschrecken. Aber so richtig unheimlich finde ich die jetzt nicht. Die erschrecken einen halt ab und zu mal, aber es geht. Hallo. Da gibt's echt schlimmere. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Okay. Zurück im Altarraum. Ich mache hier jetzt mal ganz kurz Pause. Und ich lasse schon die Hunde raus. Ich muss mir mal die Hände waschen. Es ist, ich weiß, warum das heute so extrem ist, aber irgendwie ist das heute schlimmer als letzte Mal, ne? Oh, welche Stufe ist das? Masa Mayo. Das ist normal, glaube ich. Irgendwie sowas. Boah, ich muss mir die Hände waschen. Ich gehe mir schnell die Hände waschen, gehe schnell selbst pinkeln, lass die Hunde raus. Ich weiß nicht, warum das heute so übel ist. Ich habe keine Ahnung. Mach ein kurzes Päuschen, ich mache ein bisschen Mucke an und dann sind wir gleich wieder da. Würde sagen, wir machen weiter. Wir sind jetzt an diesem Altar hier. Wir brauchen aber noch den Gehirnnerv, ne? Wo kriegen wir denn den Gehirnnerv her? Warte mal. Das Serum herstellen. Den Gehirnnerv haben wir aber noch nicht, ne? Oder? Kurze Frage in den Streamchat, haben wir den Gehirnnerv schon? Nee, ne? Oder? Gehirn. Den Gehirnnerv, haben wir den schon? Ich glaube, den haben wir noch nicht. Ich denke nicht. Nee, haben wir noch nicht. Na prima. Hallo? Okay. Dann. Brauchen wir noch den Gehirnnerv? Die Frage ist jetzt natürlich: Wo kriegen wir den her? Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Wo hatten wir noch eine Tür, die wir noch nicht aufgekriegt haben? Da hinten waren wir schon. Das hatten wir auch schon gelesen gehabt. Wo finden wir den Gehirnnerv? Sag mal, ist mein Mikrofon leiser eingestellt als sonst? Bin ich so laut wie immer oder ist das... Ja, Grätzl miteinander. Seidenblatt, ich grüße dich. Dank dir. Die Karte. Stimmt, wir haben eine Karte. Richtig. Mikrofon, ganz kurze Frage, ist das leiser als sonst? Irgendwie sieht der Pegel leiser aus als sonst. Ich weiß es nicht. Ja, schon. Laut wie immer. Hört sich gut an? Alles top. Alles normal. Ja, sehr gut. Perfekt. Wunderbar. Okay, gut. Sah nur so komisch aus, da hätte Dings, aber...